Temptation Island ist zurück und ich glaube, es wird mal wieder ziemlich crazy. Das war zu viel. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Als du mit dir gef***t hast, hast du nicht an mich gedacht. Ich fühle gerade nur Hass in mir. Außerdem gibt es auch noch die wahrscheinlich naivste Kandidatin, die ich jemals gesehen habe und vieles mehr. Und natürlich werde ich das Ganze ebenfalls auch in diesem Jahr wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex. Eigentlich habe ich Dating-Sendungen über, deswegen mache ich auch kein Make-Love-Fake-Love mehr, aber Temptation Island, das ist so ein bisschen so ein Herzensformat, deswegen gibt es das in diesem Jahr natürlich auch wieder bei mir. Wenn du es bei RTL in voller Länge gucken willst, kannst du das natürlich auch. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mal durch. Und ich habe mich übrigens mal gefragt, die wievielte Staffel das ist, aber zum Glück erklärt RTL uns das. Ihr könnt's ahnen, wir kriegen nicht genug Temptation Island forever and ever. Deswegen sind wir direkt in Kroatien geblieben und heißen euch herzlich willkommen zu einer 6. Staffel Temptation Island. Verrückt. Ich mache schon so lange YouTube, dass ich damals sogar schon die erste kommentiert habe. Und die war im Vergleich zu heute eigentlich noch erstaunlich lieb. Aber na gut. Das Wichtigste auf der Insel der Versuchung, das sind natürlich die Kandidaten. Und ich bin sehr gespannt, ob wir dieses Jahr vielleicht sogar mal wieder ein Paar haben, das tatsächlich zusammen ist und das nicht nur für PR-Zwecke macht. Hier sind jedenfalls die Ersten. Ja, was trinken wir erstmal? Ein bisschen Mut antrinken. Oh Gott, okay. Dankeschön. Auf die letzten Momente, die wir noch haben. Oh mein Gott, ey. Schatz, auf eine schöne Zeit. Auf eine schöne Zeit. Geil, direkt mal saufen. Und ich lieb's jetzt schon, dass sie gesagt hat, auf die letzten Momente, die wir noch haben. Weil damit meint sie hoffentlich, dass sie sich nachher natürlich verabschieden und unterschiedliche Villen gehen. Es klingt aber auch ein bisschen so, als hätten sie ihre Beziehung schon aufgegeben. Aber erstmal müssen wir sie natürlich trotzdem noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin Marie, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Tammo, ich bin 32 Jahre alt. Und wir machen gemeinsam Social Media. Hauptsächlich auf TikTok. Genau. Boah, ich muss ja sagen, auch wenn ich selber einer bin, Influencer finde ich meistens ziemlich scheiße. Und TikTok finde ich ehrlich gesagt gar noch ein bisschen schlimmer als die anderen Plattformen. Aber wir können es ja trotzdem einen der tollen TikToks der beiden mal angucken. Mann, hab ich gelacht. Schatz, kannst du bitte die Dose aufmachen? Ich hab meine Nägel neu. Ich hab meine Nägel auch neu. Mach deine Dose selber auf. Krass, das habe ich so oder so ähnlich erst 37 Mal gesehen. Aber die beiden haben es auf jeden Fall auf ein völlig neues Niveau gebracht. Da bin ich sehr froh, dass sie jetzt auf der Insel der Versuchung dabei sind. Und die beiden sind vielleicht sogar wirklich irgendwie ein Paar. Also die meinen das mit ihrer Beziehung zumindest wohl relativ ernst. In der Zukunft ist auf jeden Fall einiges geplant. Wir wollen natürlich nach Temptation auch irgendwann mal heiraten. Also ich bin ja verlobt. Silvester hat mir einen Antrag gemacht. Wie romantisch. Und stellt euch mal vor, ihr meint, dass ihr den Partner fürs Leben gefunden habt. Was würdet ihr da niemals tun? Richtig, bei Temptation Island mitmachen. Die beiden machen es aber trotzdem. Da interessiert mich dann aber gerade, wenn sie verlobt sind, jetzt schon ein bisschen die Begründung. Wir machen bei Temptation Island mit, weil wir Bock auf diese Herausforderung haben hier. Also ich war in meinen Beziehungen davor nicht immer treu gewesen. Ich war auf jeden Fall jemand, der auch gerne mal ein bisschen Spaß gehabt hat. Ne? Ja, die Herausforderung, seinen Pimmel bei sich zu behalten, das ist das, was für ihn auf jeden Fall das ganz große Lebensding ist. Und sie hat, und das ist irgendwie meistens bei den Paaren von Temptation Island so, eigentlich gar nicht so viel Bock auf das Format. Aber wenn der Freund sagt, das wird jetzt gemacht, dann muss sie wohl. Also ich habe Angst, dass ich Bilder zu sehen bekomme, wo ich denke, so kenne ich ihn gar nicht. Herr, was macht er da? Dass ich einfach dann denke, boah, ist das ein anderer Tammo? Naja, vielleicht ist es einfach der Tammo, der er schon immer war, nur den er ganz gut vor dir verborgen hat. Man weiß es nicht. Die beiden haben sich dann natürlich auch ein paar Gedanken darüber gemacht, was sie auf jeden Fall nicht auf der Insel der Versuchung machen wollen. Und machen wir uns nichts vor, das bedeutet in der Regel, das ist genau das, was sie auf der Insel der Versuchung tun werden. Die absoluten No-Gos sind küssen, intim werden, beieinander schlafen. Okay, das muss ich mehr. Beieinander schlafen. Ja, gut, das haben wir schon vorher gesprochen, ne? Ich liebe die beiden jetzt schon auf eine negative Art und Weise. Das nächste Paar, das finde ich allerdings sogar gleich noch ein bisschen schlimmer. Und die sind auch, wenn man so möchte, ein bisschen die Stars dieser ersten Folge. Denn er ist ein Schwerenöter und sie ist, glaube ich, der naivste Mensch der Welt. Ich bin die Vivian, ich bin 24 Jahre alt und bin jetzt ausgelernte Erzieherin. Ich bin der Mo. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin vom Beruf Schulbegleiter.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Berufe gehört habe, dachte ich mir so, hey, das könnten vielleicht sogar normale Menschen sein. Soziale Berufe, die haben Interesse an sich, an der Welt und aneinander. Und tatsächlich sind sie auch schon eine ganze Weile zusammen. Wir sind jetzt fast 3 Jahre zusammen. Sie hat ein Herz, das hat fast keiner. Oh, die beiden sind so süß. Aber dann wurde es sofort auch ein kleines bisschen salty und komisch. Denn auch in dieser Beziehung gab es schon einen Vorfall. Wahrscheinlich auch nicht nur einen, ehrlich gesagt. Und darüber müssen wir jetzt mal ganz viel sprechen in dieser Folge. Vor einem Jahr ungefähr hatten wir auch mal so eine Phase, die ein bisschen schwieriger war. Ich hatte Knie-OP gehabt und dadurch konnte ich sozusagen halt nichts machen, außer zum Beispiel abends rausgehen. Und das war ja dann auch fast jedes Wochenende. War jedes Wochenende. Okay, also weil er eine Knie-OP hatte, konnte er nur abends raus und er musste quasi jeden Tag feiern. Also ihm blieb überhaupt nichts anderes übrig. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber egal, jedenfalls sind da wohl tatsächlich Dinge passiert. Und insbesondere eine Sache, aber irgendwie hat Mo da so Teilamnesie. Da habe ich dann halt auch öfter mal gehört, wie er dann so drauf war beim Feiern gehen. Also ich habe halt auch mal gehört, dass er einer Frau näher gekommen ist, dass auch eventuell ein Kuss gefallen ist. Oh nein, ein Kuss ist gefallen. Aber ich habe ja schon gesagt, Mo kann sich daran komischerweise gar nicht mehr erinnern. Und wir überlegen jetzt alle mal gemeinsam, ob wir ihm das eigentlich glauben können. Nein. Ich kann mich wirklich an gar nicht erinnern. Beweisen kann es halt keiner. Was soll ich dazu sagen? Ey, Alter, ohne Witz, ne? Wenn du nicht mal Bock hast, dir eine vernünftige Ausrede einfallen zu lassen, sondern einfach nur sagst, oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob meine Zunge aus Versehen in eine andere Frau geglitten ist, dann merkt man schon, dem muss an seiner Beziehung sehr, sehr viel liegen. Aber auch die beiden haben sich trotzdem ein paar Gedanken darüber gemacht, was so ihre No-Gos sind. Und auch hier gilt für mich schon jetzt ziemlich sicher, das wird alles gebrochen. Fremdgehen fängt schon an, wenn man nur mit einer Person die ganze Zeit abhängt, mit ihm richtig intim wird oder mit ihm irgendwie kuschelt. Also ganz ehrlich, ich bin mir wirklich sicher, die beiden sind am Ende getrennt und das ist wirklich hart, wenn man das schon nach ungefähr 3 Minuten sagt. Aber na gut. Die beiden Paare, die jetzt schon dabei sind, lernen sich dann erstmal ein kleines bisschen kennen und stellen fest, sie sind wirklich perfekt optisch auf das Format vorbereitet. Ich finde auch optisch haben wir schon gut gematcht. Ja, schönes Hemd. Geil. Oh, und weißt du, was mir gerade auffällt? Du und ich, wir tragen die gleiche Unterwäsche. Und das ist doch jetzt der beste vorstellbare Grund, meinen Kanal zu abonnieren. Denn natürlich möchte ich gerne alle Folgen von Temptation Island bringen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Und dann würde ich sagen, wir gucken auch direkt weiter. Paar Nummer 3, stellt euch bitte auch mal vor, wenn es euch nicht überfordert. Warte, was war das nochmal? Name, Alter? Ruf, das war's. Das ist nicht so schwer. Okay. Nee, das schaffen sogar dressierte Paviane. Dementsprechend haben die zwei leider 3 Anläufe gebraucht. Hier ist sie dann aber schließlich, die Vorstellung. Ich bin Phil, 33 und selbstständig mit der bekanntesten Fitnessgastronomie Deutschlands. Ich bin Laura, 26 Jahre alt und bin auch mit in dieser Fitnessgastronomie. Bin ich ja nicht der Einzige, der findet, dass Phil seinen Namen ein bisschen wie Fee ausgesprochen hat, aber okay. Jedenfalls ist es dann tatsächlich so, dadurch, dass die beiden gemeinsames Business haben, ist ja, wenn man so möchte, die Fallhöhe ein bisschen höher. Weil wenn die sich trennen, wäre es richtig scheiße. Und ich unterstelle dir einmal ganz vielen Paaren bei Temptation Island, dass die nicht mehr so wirklich zusammen sind oder dass sie vielleicht auch nie wirklich zusammen waren. Bei den beiden, muss man sagen, spricht aber allein die Beziehungslänge dafür, dass die wohl wirklich zusammen sind. Wir sind seit 8 Jahren zusammen und wir haben uns tatsächlich in einer Bar kennengelernt. Sie war mit ihrer Mutter da und ich habe sie gesehen, habe mich aber nicht getraut, sie direkt anzusprechen. Deswegen habe ich erstmal ihre Mutter angesprochen und ja. Okay, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das klingt bisher irgendwie ganz lieb und echt, ich habe es ja schon gesagt, auch so, als wären die beiden tatsächlich zusammen. Aber auch die beiden haben natürlich, wie muss man allerdings fairerweise sagen, in jeder Beziehung ein Päckchen zu tragen. Reicht das denn, um auf der Insel der Versuchung vielleicht in Temptation zu kommen? Nee, um auf Temptation Island in Versuchung zu kommen. Natürlich haben wir auch unsere Themen. Bei mir ist es dann halt, glaube ich, wenn ich etwas aufbrausend bin. Und bei ihm halt manchmal so ein bisschen die belehrende Art. Okay, das klingt jetzt aber erstmal, finde ich, noch nicht so schlimm. Allerdings verstehe ich auch bei den beiden eine Sache wieder überhaupt nicht. Also stellt euch mal vor, ihr habt ein gut laufendes Business zusammen und ihr seid seit 8 Jahren zusammen und Temptation Island ist so ein Format, das natürlich viele Psychospielchen spielt und bei dem man seine Beziehung immer
aufs Spiel setzt, egal wie intensiv sie vorher war. Warum zum Teufel macht ihr da bitte mit? Also das Ziel dieser ganzen Reise ist für mich auf jeden Fall auch, über mich hinauszuwachsen einfach. Wir waren auch noch nie 2 Wochen voneinander getrennt in der ganzen Zeit. Was bedeutet denn über sich hinauswachsen bei Temptation Island? Wow, ich konnte mehr Cocktails saufen, als ich jemals gedacht hätte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber okay, die sind mir bisher zumindest immer noch halbwegs sympathisch. Mal gucken, wie das mit dem letzten und dem vierten Paar heute ist. Irgendwie fehlt mir bisher noch so ein Mark-Robin-Verschnitt. Ich bin Nasrin, ich bin 31 Jahre alt und beruflich berate ich Brands im Bereich PR. Ich bin Josh, bin 31 Jahre alt und bin Gastronom. Wir sind knapp 2 Jahre zusammen. Okay, klingt, wie ich finde, jetzt eigentlich durchaus ganz lieb. Hier gibt es, wenn man so möchte, auch gar nicht so viele Besonderheiten, bis auf vielleicht eine Sache. Denn Nasrin ist ja schon eine der älteren Kandidatinnen mit 31, auch wenn das immer komisch ist, das so zu sagen. Und trotzdem ist Josh ihr erster richtiger Freund. Der Josh ist mein erster ernster Freund. Er ist der erste Mann, der meine Eltern kennenlernen durfte und auch, ja, für mich die erste richtige Beziehung. Und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Okay, ob das eigentlich was ändert, wenn man mit dem ersten Freund auf die Insel der Versuchung geht? Ich weiß es nicht. Und bis hierhin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich die ganz lieb. Dann wurde es aber sehr absurd, denn die beiden führen eine Fernbeziehung. Aber anfangs haben sie eigentlich keine Fernbeziehung geführt. Doch dann ist das hier passiert. Josh und ich haben zusammen in München gelebt und er hat dann kurzerhand entschieden, dass er für 1-2 Monate gerne nach Innsbruck möchte zu seinen Freunden. Und ja, als er dann 1-2 Monate da war, ist er halt nicht mehr zurückgekommen. Und ja, du hast das tatsächlich richtig verstanden. Also angeblich lieben die sich ganz doll, aber er hat sich gedacht, ah, saufen ist eigentlich doch geiler, als permanent eine Freundin zu haben. Und deswegen ist er einfach in eine andere Stadt gezogen und nicht zurückgekommen, ohne mit ihr darüber zu sprechen. Ja, alles klar. Und sie erklären es noch ein bisschen genauer. Ich musste mich halt entscheiden und habe mich dann für das entschieden, was mir gut tut. Das hat mich natürlich unfassbar verunsichert. Und es hat mich auch emotional echt mal kurz hops genommen. Also ich persönlich muss sagen, ich hätte das anstelle von Nasrin, glaube ich, so auf jeden Fall niemals akzeptiert. Aber bei den beiden kann ich dann sogar ein bisschen verstehen, warum sie auf Temptation Island sind. Wobei ich den Grund auch nicht richtig gut finde, aber es ist wahrscheinlich noch der beste von den 4 Paaren. Ich weiß im realen Leben nicht, was er in Innsbruck macht oder er weiß nicht, was ich mache. Genauso wie bei Temptation Island. Wir sind einfach der Meinung, wenn wir Temptation Island überstehen, dann überstehen wir auch locker eine Fernbeziehung. Aber da gibt es auch noch eine kleine Sache, die man bemerken muss. Und jetzt, wo ich es höre, fällt es mir auch auf, denn Josh kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hat nämlich schon mal Trash-TV gemacht. Und ja, der war bei einem wirklich sehr trashigen Format. Und sie übrigens auch. Wir waren einmal ein kleiner Teil bei der Show Make Love Fake Love. Ich war als vergebener Mann drin und musste die Dame überzeugen, dass ich Single bin. Habe ich als Teil dieses Spiels der Jelis ein Bussi gegeben. Ich wusste, er macht es, damit wir vielleicht gewinnen. Deswegen war das für mich okay. Ja, mit der Zunge kräftig umrühren, das nennt man heutzutage Bussi. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gehört. Naja, damit haben wir jedenfalls alle Paare zusammen. Ich sag aus dem Bauch raus, 3 von denen werden sich am Ende trennen oder sogar schon in der Sendung getrennt haben. Eines bleibt zusammen. Welches verrate ich noch nicht. Mich interessiert aber dein Tipp. Wenn du magst, schreib es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und wir hören jetzt mal, wie sich alle so fühlen. Denn ich glaube, vor so einer Sendung ist man ziemlich nervös. Wie ist das Schisslevel so von 0 bis 10? Ich kann es gar nicht sagen. Bei mir ist so 5 ungefähr, so in der Mitte. So. Das Problem ist schwer zu sagen. Man sagt jetzt 5 und dann am Ende bist du da und es ist eine 10. 5 ist mir noch zu wenig. Und deswegen haben wir sie hier auch schon. Die Domina der gescheiterten Beziehungen. Die, ehrlich gesagt, wahrscheinlich schönste Frau auf Temptation Island. Hier ist Moderatorin Lola. Herzlich willkommen bei Temptation Island. Dem härtesten Beziehungstest im deutschen Reality-TV. Ich muss ja sagen, Lola mag ich. Und ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass Lola mal das Wiedersehen vom Bachelor moderiert oder so. Dann ist das nämlich nicht so eine zahme Scheiße. Aber okay, dann soll es jedenfalls relativ rasch auch losgehen. Falls du die Regeln nicht kennen solltest, das wird jetzt gleich so laufen. Die Paare werden getrennt. Alle Männer gehen gemeinsam in eine Villa. Alle Frauen gehen gemeinsam in eine Villa. Und weil das alleine zu langweilig wäre, bekommen sie dort Verführerinnen bzw. Verführer. Und hier sind auch schon Letztere. Uiuiui, da schwitzt sogar ich.
Und hier muss ich sogar tatsächlich mal sagen, hat RTL, wie ich finde, eine ganz gute Auswahl getroffen. In den letzten Jahren, bin ich auch ganz ehrlich, fand ich die Verführer teilweise ein bisschen wack, aber so jetzt auf den ersten Blick ganz vernünftig. Kurz darauf war es dann aber auch schon soweit und man musste sich verabschieden. Und ein Paar war dabei, fand ich sogar echt ganz süß zueinander. Ein bisschen so wie in einem nicht so richtig teuren Liebesfilm. Ich liebe dich, ich liebe uns. Und jeden Morgen, wenn du aufwachst, dann denk an unsere Liebe. Ja, wenn man macht dir keine Sorgen bei Temptation Island sagt, dann bedeutet das meistens, jetzt ist die Beziehung schon am Ende. Ein anderes Paar hat sich, wie ich fand, schon ein bisschen anders verabschiedet, nämlich Mo und Vivian. Ich muss die Namen ganz oft sagen, sonst vergesse ich die bald wieder. Bei denen klingt das irgendwie wirklich schon so nach einem Abschied für immer. Wir schaffen das. Irgendwie. Nicht irgendwie. Ja, wir müssen das schaffen. Genau. Es gibt keinen anderen Weg. Ja. Wie viel Zuversicht willst du ausstrahlen? Vivian, keine. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, was das mit denen gibt. Und in gewissem Sinne hat sie auch allen Grund dazu, denn auch die Männer lernen dann ihre Verführerinnen kennen. Auch da hat RTL, wie ich finde, wieder ganz gute Arbeit geleistet. Und da spielt Mo direkt die Hauptrolle. Es geht ab. Hi. Hi. Oh mein Gott. Ich kenne ihn. Hallo. Hi, Mo. Ich dachte mir so, wow, wie klein ist die Welt. Das war schon jetzt, ne? Also Schock, wo ich sie gesehen habe, okay. Blöd, da kennt Mo doch tatsächlich Verführerin Vivian. Und da die später noch eine große Rolle spielen wird, wird sie uns auch erst noch mal ein bisschen genauer vorgestellt. Und sie labert wie üblich irgendwelchen mittelpeinlichen Scheiß. Ich frage mich übrigens immer, ob die das freiwillig machen oder ob RTL ihnen die Texte vorgibt. Aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ich spiele sehr gerne mit dem Feuer, denn ich bin selber das Feuer. Ich bin Nastasia, ich bin 23 Jahre alt und ich hatte schon was mit einem vergebenen Mann, ja. Und dieser vergebene Mann war vielleicht sogar Mo, wie wir später noch hören werden. Aber auch die vergebenen Frauen lernen natürlich ihre Verführer kennen und auch da läuft es eigentlich auf den ersten Blick alles ziemlich gut. Hi. Geile Augenbrauen. Dankeschön. Ich war so, okay, fuck, jetzt fängt es einfach so an, die steht jetzt einfach da. Und ich finde, man merkt bei Temptation Island sehr oft relativ schnell, ob da so bestimmte Bande geknüpft werden. Und tatsächlich gab es einen Verführer, der bei Nasrin schon ein bisschen Eindruck gemacht hat. Ich bin auf der Tanzfläche. Hammer, ich auch. Also kannst du gut tanzen. Er kann sehr gut tanzen. Also hier haben wir auch eine Tänzerin. Also ich finde Nasrin auf jeden Fall sehr hübsch. Vom Charakter auch sehr cool. Ich finde es cool, dass sie auch tanzt und so. Ich bin mal gespannt, was da so kommt. Ja, das ist übrigens Elvin, der hat auch einen peinlichen Vorstellungsclip bekommen. Den sparen wir uns aber, würde ich sagen, einfach mal. Denn es macht mehr Spaß, nochmal zu gucken, wie es bei Mo so aussieht. Denn dem ist jetzt schon klar, die Sache mit Anastasia ist für ihn blöd und für seine Beziehung wohl auch. Das wird meine Freundin so abfucken. Ja, wir hatten Affäre. Du mit ihr? Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, krass. Wir wollten damals halt, okay. So Richtung Beziehung. Aber das hat halt nicht geklappt. Okay, also ehrlich gesagt finde ich das sogar noch ein bisschen krasser, wenn es mal fast in Richtung Beziehung gegangen wäre. Das wird auf jeden Fall Vivian, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Und die erzählt währenddessen relativ freimütig in der Frauenvilla mal, dass Mo ihr ja wohl irgendwie mal fremdgegangen ist. Aber sie erzählt das wirklich auf eine Weise, bei der man ihr die Naivität quasi zu den Ohren ausquellen sieht. Ungefähr halt immer öfter so feiern und so und viel unterwegs. Und dann hat man halt mal öfter gehört, dass er halt so flirty unterwegs war und dass vielleicht auch ein Kuss passiert ist und ja. Und du hast drüber hinweggeschaut, oder wie? Ja, dass jetzt ein Kuss gefallen ist, daran kann er sich halt nicht mehr erinnern, weil er halt so betrunken war und er kann mir jetzt halt auch nicht sagen, okay, es stimmt. Ja, er kann sich wirklich nicht erinnern. Ich bin mir auch total sicher, das stimmt. Glücklicherweise haben die Verführer dann untereinander aber schon mal Tacheles gesprochen. Und ganz ehrlich, Vivian, ne? Ich hoffe, du glaubst das nicht wirklich, weil das ist echt naive Scheiße. Ja. Er kann sich nicht mehr erinnern. Die glauben das dann, was man ihm sagt. Vivian ist aber trotzdem der Meinung, Mo würde sie niemals anlügen. Außer wenn er halt den Mund aufmacht. Ja. Mo und ich haben da oft und lange drüber gesprochen. Und ich vertraue ihm. Und wir haben das für uns geklärt. Mit für uns meint sie, glaube ich, übrigens, Mo hat beschlossen, dass nicht mehr drüber gesprochen wird, ist zumindest mein Eindruck. Und apropos Mo, der spricht immer noch ein bisschen mit Anastasia und ja, beide können jetzt nicht wirklich verbergen, dass sie sich gut kennen. Anzügliche Doppeldeutigkeitswitze inklusive. Anastasia, glaube ich, mag ich. Spielst du noch Fußball? Ja. Bist du der Torwart? Er kann gut Bälle einfangen, auf jeden Fall.
Und er hat Anastasias Bälle wohl auch schon mal eingefangen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Mo ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt seit 3 Jahren mit seiner Freundin zusammen. Und wenn er jetzt in der Zeit Anastasia mal gesehen hätte, also auf eine besondere Art und Weise gesehen hätte, dann wäre das ja nicht so cool für die Beziehung. Wir haben uns jetzt wie lange nicht gesehen? Ehrlich oder Lügen? Ehrlich? Ehrlich, Dezember oder so. Ein Kodex, ne? Nein. Sondern? Ob ich das jetzt aussprechen soll oder nicht, ich weiß es nicht. Also mein Problem ist es ja dann nicht, aber... Dezember. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es im Dezember war, macht das jetzt gar nicht so den ganz krassen Unterschied, oder? Und Anastasia packt schon mal so ein kleines bisschen aus. Und in dieser Beziehung haben wir uns trotzdem noch gesehen. Und da ist halt auch was passiert. Oh Gott. Also wenn das stimmt, haben wir die erste Beziehung, obwohl jetzt streng genommen ja auf Temptation Island noch keiner fremdgegangen ist, schon direkt wieder mal in Folge 1 gekillt, wie das schon ganz oft passiert ist. Aber Mo ist übrigens nicht der einzige Mann, der wohl knackbar scheint, wie man das immer so schön auf der Insel sagt. Josh ist mit seinen Blicken wohl auch schon ganz anders. Seine Blicke sprechen wirklich für sich, die sprechen Bände. Also er zeigt schon sehr, mit seinen Blicken, sehr, dass er sehr oft... Sehr flirty, sehr ja. sexuell sind, also sehr, ja. Okay, jetzt muss ich bei Blicken aber sagen, das sollte man jetzt nicht überbewerten und das darf man, finde ich, auch noch. Was dann allerdings vielleicht schon so ein bisschen grenzüberschreitend ist, wenig später waren die vergebenen Männer im Pool und hatten direkt mal eine Verführerin auf dem Rücken, die sich dann an sie gepresst hat, während sie einen Schwimmwettbewerb machten und ja, die ist ja wieder schnell unterwegs dieses Jahr. Und irgendwie ist den Männern, glaube ich, auch teilweise zumindest schon klar, das sind jetzt ja schon Bilder, die man wahrscheinlich bei einem Lagerfeuer zeigen könnte und das ist vielleicht gar nicht so richtig cool. Aber wenn man sich gegenseitig einfach darin bestärkt, dass das gar nicht so schlimm ist, dann geht man am Ende fremd. Ja, so wie immer auf Temptation Island halt. Glaubst du, wir können es packen ab auf unsere Seiten? Nee, oder? So bis jetzt geht's. Deswegen, das fühlt sich gut an. An die Grenzen zu gehen und sich trotzdem am Riemen zu reißen. Ich fürchte nur, dass euch bald jemand am Riemen reißt. Und wenn man so möchte, ist dann am Abend auch direkt schon was passiert. Denn die Männer haben ein bisschen Party gefeiert. Und das ist jetzt alles auch noch keine so ganz große Sache. Aber so casual zwischendurch plötzlich mit jemandem Händchen halten, wäre mir jetzt schon zu viel. Also der Josh ist wirklich... Ich glaube, dass er auf jeden Fall knackbar für mich ist. Drück dein Gesicht weg. Huiuiui, die Frau, mit der da Händchen gehalten wurde, das ist übrigens Victoria. Die hat auch einen peinlichen Vorstellungsclip bekommen, aber ganz ehrlich, ich ertrag die nicht mehr. Und stattdessen würde ich sagen, während die Männer feiern, können wir ja mal gucken, was die Frauen in der Frauenvilla so machen. Naja, das ist halt auch wie in jedem Jahr, ne? Also zumindest 2 haben Spaß und 2 haben jetzt schon keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, uns war das noch so ein bisschen zu viel, mit den ganzen Jungs da so im Whirlpool zu sein. Oh Gott, ey. Wir haben gesagt, wir gehen da mal alleine rein. Genau, die Mädels. Und das war es dann tatsächlich leider auch schon wieder für diese Folge. Ich fand es bisher aber eigentlich ganz cool. Und ich glaube, in der nächsten geht es dann so richtig ab. Mit je nach Definition tatsächlich schon Fremdgehen und dem ersten Schlüsselloch. Nächstes Mal bei Temptation Island. Ich liebe euch. Deine Augen sind wunderschön. Für mich beginnt Temptation ab dem Moment, wo ich zum ersten Mal was sehe. Wenn du das nicht verpassen willst, du hast es schon geahnt, würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben wäre cool. Und ich wollte noch mal was Generelles zu dem Format Temptation Island sagen. Ich weiß nämlich immer noch nicht so richtig, was ich jetzt von dieser Staffel halten soll. Du erinnerst dich ja bestimmt daran, in der letzten Staffel gab es ja die tolle Sache mit Nico Legert. Die VIP-Staffeln sind ja sowieso mal ein bisschen abgefuckt. Und irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass Temptation Island insgesamt so ist, dass man einfach schon erwartet, dass sowieso alle fremdgehen, dass es irgendwie Sex vor der Kamera gibt. Und ich glaube, uns kann nichts mehr so wirklich schocken. Und gleichzeitig würde es deswegen dem Format wahrscheinlich sogar gut tun, wenn es mal eine etwas langweilige Staffel gäbe. Nur wenn es eine langweilige Staffel gäbe, dann guckt man die natürlich auch nicht mehr und dann gibt es wahrscheinlich keine nächste. Versteht ihr meinen Struggle? Ich bin wirklich mal gespannt, was in dieser Staffel so passiert. Du kannst mir deine Erwartungen sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass wohl 3 Paare am Ende irgendwie getrennt sind und ich hoffe und bete aber sehr, dass man wenigstens nicht wieder nach einer Folge schon herausfindet, dass die sowieso alle nicht mehr wirklich zusammen sind oder waren oder keine Ahnung was und dass alles wieder nur Fake-Scheiße ist. Naja, mein Wort in Gottes Ohr. Übrigens,
wo du jetzt bis hierhin geguckt hast, habe ich auch noch ganz kurz einen anderen Tipp an dich. Ich würde mich nämlich noch sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Da poste ich eigentlich seit längerem nix. Aber vielleicht poste ich irgendwann mal wieder was und man kann mich da auf jeden Fall anschreiben. Und streng genommen musst du all das jetzt sowieso wieder tun, denn sonst endet auch deine nächste Beziehung auf der Insel der Versuchung.